Jo, was geht ab? Guten Morgen und Happy Nikolaus! Es ist der 6. Dezember. Ich bin jetzt wach und werde jetzt Sport machen. Irgendwie habe ich gerade Lust auf einen Fitness-Blender-Workout. Ich glaube, ich mache mir gleich mal eins an. So, ich habe mir gerade eins rausgesucht. Das geht 33 Minuten. Das ist relativ neu. Ich glaube, das ist das neueste Video bei denen auf dem Kanal. Das probiere ich einfach mal aus, weil das habe ich dann definitiv noch nicht gemacht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, checkt meine App aus. Der Link ist immer in der Infobox. Es gibt da ab heute, beziehungsweise für euch ab gestern, eine Nikolaus-Verlosung. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr da gerne dran teilnehmen. Und ich werde jetzt Sport machen. Und ab heute geht es wieder weiter mit normaler Low-Carb-Ernährung, wo ich mich richtig... Okay. Wo ich mich richtig drauf freue, weil nach so mehreren Tagen Cheaten freue ich mich immer richtig auf gesunde Ernährung. Problem ist nur, dass ich nicht zu Hause habe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erst einkaufen gehen können, müssen, bevor ich frühstücken kann oder überhaupt irgendwas. Oder ich mache Low Carb Pancakes oder so. Das geht, weil das habe ich zu Hause. Mal sehen. Ach, diese Katzen sind bescheuert. Was ist mit denen? Auf jeden Fall muss ich jetzt Sport machen. Und ich bin überhaupt nicht motiviert, aber guckt euch das mal an. Seht ihr diese ganzen Haare da? Die reißen die sich immer aus, wenn die sich streiten. Was sind die überhaupt? Wir müssen auch gleich noch Adventskalender fahren. Was ist hier los? Nolli, was hat sie gemacht? Hm? Alles gut? Nein. Ja, versteck dich mal. Du hältst dich da wieder raus, ne? Wer macht das Ganze jetzt hier sauber? Du böse Katze. Nee, wo soll ich angeschmust kommen? Seid Eels. Oh, Schluck auf. Oh, ihr seid bescheuert. Oh Mann, okay, ich mache jetzt Sport. So, geschafft. War richtig gut eigentlich. Also es war so eine Mischung aus HIIT, Cardio Workout und Bauchmuskeln. War echt gut. Aber jetzt freue ich mich auf meine Dusche. Vermutlich mag sie mich. Du bist bescheuert. Ja. Ihr seid alle bescheuert. Bescheuert. Ja. So, ich will mir jetzt wieder angewöhnen, nach dem Sport immer einen Shake zu trinken. Und zwar nicht nur während der Kur, sondern immer. Und ich benutze übrigens immer die hier von Easyway Zero. Die bestelle ich mir bei Amazon und ich habe Joghurt, Aprikose, Erdbeere, Vanille und Schoko. Und die sind mega lecker. Voll oft schmecken die Dinger ja nicht, wenn man die mit Wasser anrührt. Aber die sind richtig lecker und die kann ich empfehlen. Und ich fange jetzt wieder an, das normal nach dem Sport zu trinken, weil Eiweiß gut nach Sport. So, ich würde mal sagen, dann gucken wir mal rein an Nikolaus. Ey. So. Mhm, die kann ich sogar jetzt wieder essen, weil ich will die ungern Low-Carb-Pralinen essen, wenn ich Cheat-Day mache, weil ich finde das irgendwie voll die Verschwendung. Aber da ab heute wieder Low-Carb ist, darf ich heute so jetzt Essens-Nikolaus. Messages from the North Pole. For you. Komm. Was ist das? Hello Winter. Sieht so aus wie so Tags. Ja. 10 Gift Tags. 10 Geschenkanhänger. Das ist aber süß. Süß. Okay. Und jetzt hier. Esst in Ruhe weiter, meine Kinder. Lasst euch nicht stören. Da. Ciao. Merry Christmas. Marzipan-Weihnachtsschokolade. An sich mega geil. Nur ich mag leider kein Marzipan. 2,25 Euro. Sie sieht aber voll geil aus. Da wird sich irgendwer meiner Freunde bestimmt drüber freuen, der Marzipan mag. Yummy. Schmeckt's euch? Na, da ist schon fertig, wie immer. Endlich habe ich wieder meinen kleinen Klubs, der mir beim Vlogschneiden Gesellschaft leistet, ne? Kleiner Styles. No.
Babylein. Hm? Ja, Entschuldigung. Ich mache hier wieder meinen Arm hin. Danke, dass du mir immer Gesellschaft leistest. Danke. Ja, mein kleines Baby. Hm? Ist er nicht so ein süßes Wesen? Bist du nicht so ein süßes Wesen? Hm? Okay. Ah, nicht das Ding fangen. Es ist einfach schon alles hier so gefroren. Ich bin halt auch einfach die Herbste erstmal. Hab hier den allerherbsten Pickel. Beziehungsweise irgendwie so einen, den man nicht ausdrücken kann auf jeden Fall. Weil ich gerade richtig lange unterwegs, so überall Krankenhaus einkaufen, Sachen erledigen und so. Und ich habe einfach vergessen, mir ein BH anzuziehen. Zum Glück habe ich so einen Pulli an, wo man das halt einfach nicht drin sieht. Ich bin einfach zu vercheckt momentan. Auf jeden Fall war ich jetzt einkaufen. Ich habe gerade noch ein Paket abgeholt. Meine Vitamine für nächsten Monat. Soll ich euch zeigen, was ich eingekauft habe? Nichts Spektakuläres. Eier, Wurst, Käse, Süßigkeiten. Ich kaufe immer Süßigkeiten, wenn die so im Angebot sind. So zum Beispiel Pickup, wenn die so reduziert sind. Oder Milky Way, weil ich das seit 1 Million Jahren nicht gegessen habe. Und Weichspüler. Das ist unfassbar spannend. Zahnbürsten. Und Katzenmilch. Ich habe Katzenmilch gekauft, weil ich habe gerade Lust, den Katzis Milch zu geben. Und ich will mal. Ich habe letztens so ein Video gesehen, wo jemand zwei Katzen hatte und eine Schüssel Katzenmilch dahingestellt hat. Und die haben die sich dann nur so gegenseitig geklaut. Und ich will das mal ausprobieren. Also ich bin mal gespannt, wenn ich eine Schüssel dahinstelle, ob die dann irgendwie alle daraus trinken oder ob die sich dann streiten oder ob die sich die gegenseitig klauen. Vielleicht ist das ein bisschen gemein, aber das will ich gleich mal ausprobieren. Jetzt räume ich das erstmal weg. Was? Ja. So, ich bin jetzt mal gespannt. Komm mal hier. Styles. Wo ist Styles? Styles. Wo bist du? Komm. Oh, ich glaube, er ist auf dem Klo. Da bist du. Entschuldigung, wollte ich nicht stören. So ist die Rangordnung hier also. Ja, geh mal da. Trink auch mal. Lass doch Alti auch mal trinken. Alti, komm. Komm her. Komm. Trink. Ja. Ist eine blöde Rangordnung, wenn du nichts kriegst, ne? Okay, auf jeden Fall klauen sie sich nicht gegenseitig die Schüssel. Alter, Nala will einfach ihren Kopf mit reinstecken. So, 5 Minuten zu Hause und direkt wieder an den Laptop und weiterarbeiten. Ich freue mich nicht. Aber gut, was sein muss, muss sein, nicht wahr? Ja, und wenn ich dann irgendwann fertig bin, werde ich ein bisschen YouTube-Videos gucken. Aber das dauert noch. Jetzt mache ich erstmal meine Arbeit zu Ende. Aber mein Herbst ist fast weg. Hey, es ist nur noch das bisschen, was weg muss. Morgen, übermorgen ist es bestimmt weg. Endlich kann ich auch YouTube gucken. Ja. Ich freue mich jetzt den Abend nur noch zu chillen. Guten Morgen, ihr Lieben. Hallo. Ich bin dann jetzt auch endlich mal dabei, meine Sachen auszupacken von der Glow. Die Mütze war übrigens dabei, die habe ich jetzt gerade mal anprobiert und die ist eigentlich ganz nice, oder? Von NYX. Wir können sie auch so machen, dann sieht man meinen Pickel nicht. Oder so, dann ist es am besten. Ja, die war dabei. Dann war ja die Bravo Girl dabei. Da sind diese beiden Ringe drin. Die finde ich irgendwie ganz süß. Das finde ich ja am allercoolsten. Meine eigene Duschlotion. Ja, und jetzt packe ich das hier alles weg. Und glaube, ich habe noch was ich euch nicht gezeigt habe. Und zwar habe ich mir 2 Sachen bei Primark gekauft. Einmal dieses Ring
Set. Ich versuche euch die mal alle so ein bisschen zu zeigen. Die finde ich mega schön. Das sind so normale Ringe und so Knuckle Rings. Und dann habe ich mir noch ein paar Ohrringe bei Primark gekauft. So sehen die aus, die halt so hinten rumgehen einmal. Die haben 3 Euro gekostet und die Ringe haben auch 3 Euro gekostet. Und sonst habe ich euch, glaube ich, alles gezeigt. Wisst ihr, was ich übrigens richtig geil finde? Ich esse gerade übrigens Mandarinen im Dezember, dass so viele im Dezember vloggen oder anfangen zu vloggen. Finde ich mega geil, weil ich gucke halt einfach richtig gerne Vlogs. Ich bin gerade beim nächsten Daily MNT Video. Boah, Leute, ich kann nicht mehr. Ich gucke gerade das Video von Lamia und ihr Freund macht das Voice-Over. Das ist richtig witzig. Schön alles verteilen. Unter den Augen. Alles schön verbinden. Oh, das geht jetzt ganz schön schnell. Und dann nur noch einmal. Boah, guckt euch das Mann, das ist mega witzig. Keine Flecken auf dem Gesicht lässt. Das ist nämlich mein Bruder und Baker meine Augen. Oh. Nicht meine Augen, sondern unter den Augen und an meinen Gesichtskonturen entlang. Sie hat gerade Concealer benutzt und er so, jetzt nehme ich mein Alpina Weiß. Oh, es ist so lustig. Kann mir jemand sagen, was mit diesem Kater los ist? Oh, der legt sich einfach hier so drauf. Ja, jetzt gehst du weg, ne? So, ihr Lieben, ich habe jetzt gerade noch die aktuellsten Daily MNT Videos geguckt, damit ich auf dem neuesten Stand bin. Und der heute kam, war der Tag, wo ich Maren und Tobi in Berlin getroffen habe beim Shiso Burger. Und ich weiß nicht, das ist so lustig. Ich habe halt dabei gesessen, als Maren im Shiso Burger gevloggt hat. Und ich weiß nicht, ich finde das voll lustig irgendwie, so, dass ich dabei war. Random. Ach, ihr wisst, dass ich ein Spasti bin. Ist auch scheißegal, was ich hier laber. Auf jeden Fall fand ich gerade voll cool, den Vlog zu sehen. Ja. Und ich habe kommentiert, dass die mal auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt kommen sollen, weil letztens haben die gefragt, auf welchen Weihnachtsmarkt sie kommen sollen. Ich wäre ganz stark dafür. Ihr könnt ja mal schreiben, dass die mal zu Ionessa nach Dortmund kommen sollen auf den Weihnachtsmarkt. Twitter oder so. Auf jeden Fall werde ich jetzt schlafen gehen. Ich habe ganz schön Kopfschmerzen. Und er hier ist einfach der Herbste. Naja gut, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und wenn ihr den Vlog von gestern noch nicht gesehen habt, dürft ihr das gerne tun. Ich glaube hier. Ja. Bis morgen.